Der Kadett European Cup ist zurück in der Hauptstadt. Zwei Tage lang messen sich im Sportforum Berlin die besten Nachwuchs-Judokas der Welt. Fast 700 Teilnehmer aus 40 Nationen sprechen für die Klasse des Turniers. Also sportlich ist es einer der stärksten Wettkämpfe, die wir hier in Europa haben. Viele nutzen es jetzt als Vorbereitung für die großen internationalen Meisterschaften. Und wir haben schon ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Japan, Russland oder Kanada, in der großen Halle des Sportforums fanden Teilnehmer aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Auch die brasilianischen Judokas hatten die lange Reise auf sich genommen, da es um wichtige Punkte für die Aufnahme in den Nationalmannschaftskader geht, ist die Motivation natürlich ganz groß. Alle Brasilianer wollen gewinnen, aber es schafft natürlich nicht jeder auf die vorderen Plätze. Am ersten Tag gelang mit Jefferson Santos Junior zumindest einem Südamerikaner der große Wurf. Hoffnungen auf den Sieg oder zumindest eine Medaille machten sich aber auch einige deutsche Teilnehmer. So zum Beispiel Lokalmatador Paul Hinrich. Im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm half jedoch auch all die Konzentration vor dem Kampf nicht. Der spätere Sieger Ahmed Bukhatiriev aus Russland erwies sich als zu stark. Doch kein Problem. Über die Trostrunde war das anvisierte Edelmetall für den deutschen U18-Meister immer noch möglich. Paul schaffte es auch ins Duell um Bronze und ging dort sogar in Führung. Nach diesem Bodenkampf musste er allerdings verletzungsbedingt aufgeben. Er hat ja geführt, ja, mit Joko. Und so eine Führung dann abzugeben, das ist natürlich, dann versucht man sich noch rauszuwinden, zu drehen und alle Möglichkeiten zu nutzen. Und das Adrenalin ist so groß, den Schmerz spürt man erst hinterher. Welche Verletzung Paul Hinrich sich im Kampf zuzog, konnte die Sanitäter in der Halle nicht mit Sicherheit sagen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Diagnose nicht allzu schlimm ausfällt und er bald wieder auf der Matte steht. Schließlich hat der Judoka des SC Lotus noch große Ziele. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass man eingeladen wird vom Bundestrainer zur nächsten Nominierung, also zum nächsten Nominierungsturnier. Und dann müssen wir weitersehen. Wenn nicht, muss ich nächstes Jahr in der U21 angreifen. Der Deutsche Judobund konnte sich trotz Pauls Verletzungspech über eine Medaille freuen. Bei den Frauen bis 40 Kilogramm musste sich Lena Gulich nach einem überzeugenden Halbfinalsieg nur Olga Bubrisova aus Russland geschlagen geben, bevor sie morgen mit der Silbermedaille um den Hals den schweren Gewichtsklassen zuschauen kann. Hat die 15-Jährige anschließend noch eine kleine Botschaft für euch. Hauptstadt Sport TV, der ganz große Wurf.